Servus, hier ist die Melita. Mein kleiner Luca, der hier neben mir am Tisch sitzt, hat Essstörungen. Hunde sind genauso sensibel, empfindlich und haben psychische Probleme, wie es manchen Menschen ergeht. Luca leidet unter diesen Essstörungen und ist sogar lebensbedrohlich für ihn. Viele Umstände haben dazu geführt. Und ich habe ihn seit Weihnachten zu mir in Pflege und probiere nun alles, um ihm Dinge schmackhaft zu machen. Hallo Luca, schau mal. So, jetzt machen wir Luca mal ein kleines Angebot aus Rinderhack. Fein, Luca. Fein. Er braucht Aufmerksamkeit, Zuwendung. Eine Sonderstellung und das geht. Rinderhack habe ich frisch für ihn gekauft. Die anderen Hunde sitzen neben mir, Barry, Camilla und Kinski, und staunen natürlich darüber, was Luca alles darf. Am Tisch sitzen eine kleine Nudel mit Leberwurst, eine kleine Nudel mit Leberwurst, Luca, auch so etwas. Nicht nur immer rohes Fleisch und etwas Leberwurst. Bissi naschen, mit der Hand füttern. Mehr über Luca und seine Situation kannst du nachlesen unter www.70-plus.com. Da schreibe ich dir und gebe Tipps, wie man mit Essstörungen bei Hunden am besten umgehen kann. Luca ist ein Schatz. Mein Schatzi. Okay. Bald werden wir es im Griff haben. Luca ist in Behandlung. Servus. Ciao.